Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich bin ein Mensch, der an sein Schicksal glaubt. Weißt du? Mein Schicksal hat mich hergeführt. Vielleicht soll ich derjenige sein, der wenigstens anders ist als die meisten, die da drin sind. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ruth. Das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe mich getroffen mit Alpagan, ihr wisst es ja. Er bringt ein neues Album raus, Ehrensache 2. Ja? Der junge Mann hat viel zu sagen und diesmal zum ersten Mal kommt er auch mal richtig aus sich raus. Und ich will jetzt nicht sagen, er disst Leute, aber er ist sauer. Er ist sauer ein bisschen und er ist auch traurig über ein paar Sachen, die passiert sind, über die er auch im Album spricht, ja. Da geht es um verstorbene Freunde. Er ist sauer auf ein paar Leute, die ihn, sag mal, enttäuscht haben. Insgesamt ist Ehrensache 2, wie man das auch erwartet. Es geht um die Ehre, es geht um die Haltung im Rap-Game, es geht um die Haltung im Leben. Ich habe viel mit ihm darüber gesprochen. Ich würde sagen, ich mache das Intro hier kurz. Ich steige ein und wir sehen uns am Ende der Sendung wieder. Was geht ab, Alpa Abi? Janim, Alpa Abi, Gun, Ehrensache. Aber nicht für dich, Abi. Nein, du bist ja sogar fast jünger als ich. Aber bei unserem Alter, da ist ein, zwei Jahre, macht er keinen Unterschied. Abi ist für mich jemand, von dem ich einfach lernen kann, Respekt habe. Wir können immer voneinander lernen. Ja, das ist gut. Also diese Abi-Geschichte finde ich eh gut. Mhm. Ist bei uns im Iran, gibt es das ja auch. Du sagst auch zu dem besten Freund deines Vaters oder Mitarbeiter deines Vaters oder so. Oder selbst jemand, der mit deinem Vater kommt, sagst du Onkel, wenn er wegen Respekt, so. Natürlich, ne? Natürlich. Aber du, sogar wenn er mit jemandem, wenn dein Vater jetzt 10 Jahre ein Mann befreundet ist und der kommt immer nach Hause, irgendwann, du sagst, es ist Familie, es ist mein Onkel, du sagst natürlich deinem Lehrer nicht. Es ist ein Mann von Nachbarschaft, du sagst, es ist unser Onkel so. Ja. Aber bei Deutschen ist das nicht so, ne? Ich würde sagen, bei Deutschen, nee. Bei Deutschen ist, glaube ich, Hans-Peter. Immer mit Namen aufgerufen. Ja, diese Namengeschichte ist auch komisch. Die, ne? Deutschen denken sich, zum Glück haben die Menschen Namen. Nee, aber das ist ja anders. Ich will ja bei uns sagt man ja auch zum Beispiel, wenn, wie du gerade gesagt hast, wenn dein Vater zum Beispiel seit 10 Jahren einen Freund hat, der jeden Tag nach Hause kommt, anfangs sagst du immer Hüseyin Amca, Hüseyin Amca. Ja. Und irgendwann sagst du, nach all den Jahren, sagst du Amca. Ja. Weißt du, Hüseyin ist dann so überflüssig so. Ja. Amca kann ich das, Amca kann, können wir das, Amca Papa so, Amca so. Weißt du? Dann ist es ist auch anders. Eine Gewohnheitssache so. Ja. Aber diese, auch wenn man Hüseyin Amca sagt oder Stefan Amca, ist einfach der Respekt so, ja, dass ja man so jemanden den Altersrespekt schon so gibt. So. Ich meine, warum sagt man so, wie du sagst, man kann von den Älteren lernen und von den Jungen auch, aber der Ältere ist dann derjenige, der viel mehr erfahren hat, viel mehr erlebt hat als du. Oder viel mehr weiß über dem Leben Bescheid. So ist es halt so traditionell zu den Tagen von heute gekommen. Aber normalerweise, oder bei manchen Fällen ist es auch so, ich bin vielleicht jünger als der andere, aber ich habe mehr erlebt als der. Ja, man hat entweder mehr erlebt, genau, und man kann viel erzählen. Mehr durchgemacht. Ja, vor allem finde ich Leute respektvoll, die deinen Respekt nicht erwarten, sondern ruhig sind. Und entweder bekommen sie oder bekommen sie nicht, aber sie kommen nicht so, ey, du musst mich respektieren. Also dieser Zwang, dass man das erwartet, die, vor denen, da habe ich gar keinen Respekt. Das ist, wollte ich auch gerade sagen. Auf der Straße kann dieses Abi auch tödlich sein. Es zeigt auch so eigentlich Schwäche bei den meisten. Mhm. Weißt du, die nehmen das nicht so herz. Wenn jemand zu mir kommt, so ein Jugendlicher, sagt zu mir, Alper Abi, dann es hat er gleich mein Herz gewonnen, so, weißt du? Ich sehe nicht so, okay, komm mal her. Okay. Ich bin dein Abi, okay, komm mal her. Ja, ja. Das ist, passt nicht zu mir. Manchmal, wenn du älter bist, dann solltest du auch Größe zeigen. Deswegen kann das auch manchmal tödlich sein, ja, auf der Straße. Diese ganze Ehre-Filme, die man auf der Straße fährt, sind ja auch... Die ich gerade mache. Nee, aber du spielst ja auch damit. Du hast jetzt dein Album Ehrensache 2. Ne? Also du machst direkt Teil 2, warum nicht? Direkt nächste. Warum nennst du dein Album Ehrensache überhaupt? Du kommst auf Ehrensache 1, jetzt Ehrensache 2. Hast du das Gefühl, die Hip-Hop-Szene braucht mal wieder elterlichen... Alter, Ehre ist so ein Wort, der uns schon seit Jahrhunderten begleitet. Weißt du? Aber wir leben heutzutage in einer Zeit, wo ich merke, dass dieses Wort so in Vergessenheit geraten ist. Weißt du? Ich verstehe die Welt, ich verstehe die Menschen nicht. Hm. Ich verstehe die einfach manchmal nicht, wirklich. Ich meine, der eine hat einen Glaube, der andere nicht. Aber trotzdem, so gottlos kann man doch manchmal nicht sein. Also, ich habe wieder so viele Sachen gesehen, viele Bitch-Moves von Leuten, die mir sehr nah standen. Ja, Ehrensache war eigentlich Ehrensache damals. Aber ich habe wieder so viel erlebt, da wo ich gesagt habe, ey, Ehrensache, ich mache Ehrensache 2. Ja. Es ist nicht so, dass ich nicht
kreativ bin, dass ich jetzt keinen neuen Titel habe. Weißt du? Ich bin ein sehr kreativer Mensch, gerade auch in solchen Sachen. Aber ich muss echt wieder einiges loswerden, auch in der Rap-Szene. Die Rap-Szene ist für mich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich bin ein Mensch, der an sein Schicksal glaubt, weißt du? Mein Schicksal hat mich hergeführt. Vielleicht soll ich derjenige sein, der wenigstens anders ist als die meisten, die da drin sind. Es gibt auch Leute, die vielleicht wie ich denken, aber die können das nicht so rüberbringen, weil die gerade so ein Image haben. Den müssen die jetzt so weiterführen, damit ihre Platten sich verkaufen und wie auch immer. Aber das ist zum Beispiel bei mir tabu, geht nicht. Bei uns, wie soll ich dieses Sprichwort übersetzen? Ja? Es gibt ein Sprichwort im Türkischen von einem Mevlana. Das heißt, ja olduğun gibi görün, ja da göründüğün gibi ol. Das ist schwer zu übersetzen. Das heißt so, entweder zeig dich so, wie du aussiehst oder wie du bist, oder sei so, wie du. Das ist schwer zu übersetzen auf Deutsch, das ist immer das Schwierige. Also, das ist leider auch nicht ganz verstanden. Olduğun gibi görün, ja da göründüğün gibi ol. Also entweder zeig dich so, wie du bist, oder werde so, wie du aussiehst. Ja, ich verstehe. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Es ist schwer zu übersetzen, das versteht jetzt nicht jeder vielleicht. Aber das sind das so. Ist aber was Kulturelles, deswegen kann man es nicht 100% das sind so Sachen, die mich immer in meinem Leben begleiten und die mich geprägt haben, schon seit meiner Jugend. Ja. Ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch, das sind viele von uns natürlich. Und deswegen Ehre, Alter. Und ich habe wieder auch in der Szene habe ich wieder vieles mitbekommen, was mir nicht passt. Weißt du, was einfach schade ist für die Menschen so. Und das eine mit dem, dass sie sich gegenseitig dissen und dann auf Kumpels machen und dann wieder das, das haben wir ja schon. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, ich hatte noch erstmal keine Idee. Weißt du, Ehrensache war nur im Kopf, im Hintergedanken. Dann habe ich ein paar Künstler, die auch bekannt sind, ich will jetzt keine Namen nennen, diejenigen, die wissen das schon, die haben meine Nummer, die können mich gerne anrufen und sagen, Alpa, entweder sagen sie, Allah, tut mir leid, du hast recht, oder sagen, warum redest du so? Ja. Aber ich weiß, dass ich niemanden angreife, ohne Grund. Zu Unrecht, ohne Grund. Ich greife die auch nicht an, aber ich sage nur, wie schade das ist. Ich mache eine Feature-Anfrage. Ja? Ja. Ich sage, Bruder, hast du Zeit, hast du Lust? Ich würde mich freuen. Ja, können wir gerne machen. Vergehen ein paar Tage, dann spricht man sich ab. Okay, wir machen. Aber ich bin ein Mensch, der trotzdem sagt, ich weiß, er bringt gerade Album raus oder er macht gerade, er hat Projekte. Ich sage, Bruder, wenn du nicht kannst, lass mich nicht in irgendeiner Illusion. Ja. Sag ab. Ja, aber das ist nicht so in der Beste, Szene. Was du machen kannst, sag ab. Ja. Und dann weiß ich verstehe das, ich bin auch nicht sauer. Um Gottes Willen. Ja. Kannst du doch nicht, du kannst doch niemanden zwingen. Mit Zwang geht sowieso nichts. Dann machst du den Feature, du besorgst den Beat, schreibst, du opferst deine Zeit. Für mich ist Zeit wertvoller als Geld. Ja, zum Beispiel, hast ja gerade zwei Kinder, du hast Familie. Verstehst du, was ich meine? Das, Geld kannst du wiederholen, aber die Zeit, du kannst dich wieder zurückdrehen. Ja, auch die drei Minuten, die wechseln, die sind weg. Janam Benim. Ja. Ich hätte was Besseres machen können. Egal, wie auch immer. Und dann, das Allerschlimmste ist, ich meine, wir sind auch alle, wir haben irgendwo alle auch ein bisschen Würde, ein bisschen Stolz und ein bisschen Ehre haben wir alle. Wa? Und keiner von uns hat Bock, jemanden tagelang, wochenlang hinterher zu rennen wie so ein Hund. Zu schreiben. Und heutzutage ist ja alles so. Irgendwo liebe ich die Technik auch. Du siehst, du kannst sehen, er ist online. Du siehst, er ist online. Ja. Danach, du schreibst und du siehst, genau in dem Moment, wo dein Nachricht abgeht, online weg. Aber kann passieren. Dann kommt wieder online, dann kommen diese blauen Häkchen, die zwei Häkchen. Ja, er hat gelesen. Und dann ist er wieder offline. Off, ja. Oder der kann, kennst du diese, aber hast du geschrieben, Bruder? Das gibt's auch nicht das mehr. Man nicht, kann nicht mal scrollen, man kann hochscrollen. Bruder, guck mal, wann ich dir geschrieben habe. Nicht mal das kam. Ja. Weißt du, eine Spaß beiseite. Ja, aber das ist nicht Hunde. Es ist ich traurig. Weiß, aber das ist oft ich so. Ich will auch nicht Hunde sagen. So. Aber es ist oft so. Ich will auch nicht Hunde sagen. Mich regt es einfach aus. Ist eigentlich schade. Die Menschlichkeit. Warum und da sagt man nicht einfach nein? Das ist wie so ein Mädchen mit dem Daten. Einen gebe ich hier Props. Einen gebe ich Props. Kurdo, schöne Grüße von dir. Wallah, ein stabiler Junge. Ja. Ich habe auch gerade ein bisschen Streit und mit ein, zwei Leuten, die in der Rap-Szene ein bisschen mitwirken, aber eigentlich nichts damit zu tun haben. Eigentlich sind es Heuchler, eigentlich so Hunde von der Rap-Szene, die jeden seinen Arsch lecken. Die jeden seinen Arsch lecken, so weißt du. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, er quatscht, weil er ist ein guter Quatscher, derjenige. Ich will jetzt auch nicht seinen Namen, ich will nicht mal diese Props geben. Und ich dachte, vielleicht hat der den eingeredet oder den eingeredet. Meinst du, ob der bei Kurdo dich schlecht gemacht hat? Nicht bei Kurdo, bei vielen anderen. Bei anderen, okay. Aber Kurdo hat natürlich, er wollte mich auch anrufen über meinen Label-Partner oder Chef, Ganji, Major Moves, hat ihm gesagt, ey, ich habe gerade zu tun, ich mache gerade Album und ich kann nicht, aber ich kann es auch selber sagen.
ich küsse ihn von hier, ich schicke ihm ganz liebe Grüße. Das reicht mir. Ja, ja. Ich verstehe den Jungen. Er hat viel um die Ohren, ja, weil so eine Künstler, die wollen auch, wenn sie eine Feature machen und mit dir zusammen sitzen wollen, einen Track machen wollen, die wollen auch natürlich, dass es gut wird. Weißt du? Danke nochmal. So würde ich von jedem erwarten. Aber die anderen antworten nicht. Kein Rückruf. Ja, man will sich alles offen halten. Ne? Man will und sich so du die rechnest möglich- immer noch damit. Ja, du denkst ja, aber immer noch positiv, weil ich bin ein Mensch, ich bin ein guter Mensch. Du weißt, ich will nicht gleich das Falsche aufnehmen. Ich denke immer noch positiv und denke, ja, okay, der hat vielleicht auch viel um die Ohren. Vielleicht meldet er sich noch, vielleicht macht er noch. Versuch's eine Woche später. Ach, irgendwann komme ich mir selber doof vor. Ja, ja, ich brauche dich nicht. Bruder, ich bin immer noch, ich bin so eine kleine Ameise vor ihm da oben. Wir sind alle ein Nichts. Aber ich bin immer noch ein Produkt. Ich habe einen Namen, ich habe meine eigenen Fans. Und ich weiß, mein Album, ich verkaufe sowieso wieder meine Zahlen. Weißt du? Wir hätten so meinen Fans und deinen Fans eine Sympathie gezeigt. Das war so mein Ziel. Das war nicht, weil ich dich brauche. Egal. Hat sich geklärt. Also, was habe ich gesagt? Moruch, ich ziehe es durch. Ich mache Ehrensache 2. Ja. Das ist für mich auch ehrenlos. Freunde, nimmt es nicht übel. Ich sage keinen Namen. Ich will keinen Beef anzetteln oder irgendwas. Ich sage nur, schade, traurig. Wir sind alle alt genug. Wir ernähren Kinder. Wir haben Familien. Ja, sowas ist doch nur eine Kleinigkeit. Wenn du zu mir sagen würdest, Alper, ich kann nicht, tut mir leid, ich habe dir versprochen, geht nicht. Ich bin doch kein Unmensch, gerade ich. Weißt du, das ist mein Ding. Und das war wieder so ein Ansporn, so ein, wieder eine Motivation auf Ehrensache 2, was ich in der Szene wieder so mitbekommen habe und traurig war. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich gesagt, okay, Alper, jetzt sei nochmal ehrenvoll. Ich gucke jetzt aus jeder Stadt, suche ich mir einen Newcomer. Ah ja. Einen, den keiner kennt. Diese Aktion, erzähl mal, genau. Jugendliche fördern. Ja, okay. Mann, da gibt es so viele Talente da draußen. Wenn ich mal die Zeit hätte und diesen Kopf hätte, dass ich mal bei Facebook oder all diesen Nachrichten mal wirklich A bis Z durchgehen könnte, ich versuche viel. Ich schreibe viel mit meinen Fans. Ja. Ich antworte. Das ist für mich wie ein Obststand. Weißt du? Ich schreie 2 Kilo, 3 Euro, 3 Kilo, 5 Euro. Natürlich sage ich auch, wenn die zu mir, Alper, du bist der Beste, du bist krass, dann sage ich, hast du auch die Box bestellt? Hast du auch mein Album gekauft? Weil viele sagen immer so. Ja. Immer diese Schleim und dann, aber die kaufen nicht. Also, ja, wenn du schon einen Alpagan feierst oder einen Bushido oder ihn feierst, dann musst du auch unterstützen und kaufen. Das ist die Branche. Das ist so wie mein Dönerbude. Ja. Wenn ich einen Dönerladen habe. Essen bezahlen aber nicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist mein Essen. Ja. Letztens habe ich auch ein Gespräch mit einem Mann gehabt aus dem Dönerbude. Er meinte, bring mal ein Album vorbei. Ja, ist das. Ich sage, Amjad, ich komme zu dir. Ich stecke. Du arbeitest an diesem Tag heute, ja, hast deinen Spieß, schneidest deinen Döner, machst heute diesen Tag, investierst du deinen Schweiß und dein Dings, kriegst dein Geld. Ich investiere ein halbes Jahr für ein Album und ja, ich verkaufe das. Das ist ja, mein ja, Produkt. Das ist mein Döner gerade, sage ich ja, so. Was da drin ist Salat, Soße, wie du es haben willst. Ja. Weißt du, wenn du es haben willst, da ist Saturn. Geh dahin. Die sehen das nicht so. Die denken, wir sind Multis. Die denken Spaß, Nutten. Ja, hier. Nein, die sehen die Arbeit nicht. Mir ist auch scheißegal, was sie denken. Ich gebe einfach offen und ehrlich meine Antwort. So, ich sage, wenn du haben willst, geh kaufen. Ja. Am Anfang, wenn meine Platte rauskommt, hole ich mir 10 Alben. Die verschenke ich von Herzen. Aber der Rest, wenn du was haben willst, da ist die Tür. Wenn du mich unterstützen willst, mach. Wenn ja, nicht, dann frag mich nicht danach. Der wird doch sowieso kaufen und nicht sagen, gib mal eine. Wenn 10 einer, Euro, was wenn, ist das? Wenn einer wirklich ein ja, wirklicher Mann wäre, er würde sagen, guck mal, ich habe dein Album gekauft. Da. Ja, ich ja, habe mir genau angehört, so ist das. Gute Arbeit, hast gute Arbeit reingesteckt. Ja. Das wäre für mich, weißt du, menschlich. Egal, kommen wir zum Dingsthema zurück. Ich habe mir Newcomer gesagt, ja, ich habe Abdul Verwaltung angerufen. Er ist so meine rechte Hand gerade, er hilft mir sehr viel. Abdul Verwaltung habe ich gesagt, Bruder, du hast meine Idee, komm, wir kommen auf diese Idee zurück. Ja. Schreib mal in jeder Stadt, diese Newcomer, such mir mal Newcomer aus jeder Stadt. Ja. Geh nach München, geh nach Stuttgart, was du kannst. Hol mir auf einen Track ein Beat, ich lass den Beat machen, die sollen alle drauf rappen. Jeder, der wirklich mithält, ja, der stabil ist, der sich, wie soll ich sagen, ist jetzt eine Auswahl. Wer ja, das besteht, kann gerne auf mein Album kommen. Jetzt stell dir mal vor, was für eine Freude, dass wir die ja, jungen ja, Talente sind. Ja. Die denken sich, ich bin mit Alpagan so in Musik aufgewachsen. Ich war damals 7, als ich Ausländer gehört hast habe. Nur, ja, hast du nur Kanaken-Rapper genommen? Oder sind da auch, nee, da sind auch Deutsche drauf. Aber ich meine so Street-Rap oder ist das auch so Alter, jeder, Alternative Germany oder Studenten-Rap? Keine Ahnung, was Studenten alles gibt. Nicht direkt. Jeder hat seine freie Meinung, weißt du? Aber bei ist mir, alles so Street? Es gab auch keinen Studentenrap bei mir. Leider ist das so, leider ist das so. Die schicken dann nur, dir nur Street. Weißt du? Weil ich wünschte mir, dass auch mehr dann Newcomer supported werden. Zum Beispiel, nicht immer nur Street. Kretze, sein Bruder. Ja. Der heißt S.I.A.D. Siad. Der hat eine EP rausgebracht. Der rappt auch nicht unbedingt Gangster oder Straße. Ja. Aber ich feiere seine Strophe. Ah, geil. Übergang. Auch drauf. Weil er erinnert mich an die Sekte-Style von damals, MV. Ja. Weißt du, diese Gegend, diese Ecke.
Dann gibt es einen Produzenten, der mein Album mitproduziert hat, von Soul 534, Chris. Aus Bonn. Weißt du, der Junge rappt auch, der hat auch eine Strophe gemacht. Auch cool. Dann habe ich halt viele Kanaken drauf. Das sind halt so meine. Wie hast du die Auswahl getroffen? Also hast du dir erst schicken lassen, die Sachen, und dann gesagt, okay, der soll einen Part machen? Oder? Die haben die Strophen geschickt. Ich habe mir die immer angehört. Okay. Wenn ich die Aussage und die Aussprache verstanden habe, habe ich gesagt, okay, ist cool. Ja. Aber da waren auch Strophen dabei. Du hast nichts verstanden. Der erste vier Takte, ich habe gar nichts verstanden. Dann habe ich sogar gesagt, mach nochmal neu. Mach nochmal neu. Geil. Mach nochmal neu. Aber was war das? Gib dir ein bisschen mehr Mühe. Aber was ist das für eine Arbeit? Das hat bestimmt 1000 Stunden Material, Alter, angehört. Für mich dieses Album, ja, war schon anstrengend. Und jetzt in meiner Box gibt es ja auch eine DVD. Jetzt habe ich wieder was für die gemacht, für diese jungen Talente. Ja. Diese DVD handelt sich nur über die, über diesen Posse-Track. Okay. Ja? Die ganze DVD handelt nur über die Posse-Track. Handelt sich über Posse-Track. Natürlich war mir auch sehr wichtig, wie die meine Karriere verfolgt haben. Okay. Wie die mich kennengelernt haben. Was sie von mir halten. Geile und Idee. Was es für die für eine Bedeutung hat, auf mein Album drauf zu sein. Ja. Also da habe ich gesagt, ich scheiße auf den, der berühmt ist. Ich scheiße auf den, der 100.000 verkauft hat. Ich scheiße auf den, der nicht zurückantwortet. Ja. Ich suche junge Talente, die hungrig sind und einen Wert auf mein, auf mich legen und auf mein Album legen, auf die Arbeit. Freuen auf dein Album. Das sozusagen. Bei zwei blauen Häkchen warten lassen. Diese Hunde. Ja. Sag nicht Hunde. Ja, okay, ich sag anders. Ich sag diese Katzen, wallah. Alles nur Katzen. Muschis. Weißt du, das ist mir jetzt auch gelungen. Der Track ist fertig. Und noch eine geile Überraschung für die, damit sie nochmal was von sich zeigen können. Ich habe ein Video gemacht für die. Also so ein One-Take-Video. Jeder rappt seine Strophe, One-Take, mit seinem Hintergrund, seine Kulisse. Auf der DVD. Kommt auch auf die DVD rauf. Vor dem Album werde ich vielleicht auf meinen Kanal ausstrahlen. Mal sehen, wie viele Klicks auf meinem Kanal macht. Weißt du, was ich meine? Um zu gucken, wie interessant es bei den Leuten ankommt. Also das war so Ehrensache 2 für mich. Nicht nur diese Unehrenhafte aufzuziehen, sondern auch mal was Ehrenvolles zu tun. Wie zum Beispiel Alpagant TV, weißt du, die ich angefangen habe. Wollte ich auch nicht mal meine Gäste einladen. Ich mache das genauso wie du, so ehrenvoll wie du und gehe zu meinen Gästen. Ja, ja, ich mache immer, ich bin unterwegs. Weißt du, und da dachte ich mir, ich mache so zweiteilig Überraschung, zu wen ich gehe oder wie ich gehe. Derjenige weiß nicht Bescheid, dass ich komme. Ah, okay. Ich wollte ein bisschen Spannung reinmachen. 5 Folgen, 10 Folgen haben wir gemacht mit 5 Gästen. Ist gut angekommen, aber jetzt haben wir mit Alpagant TV ein bisschen, habe ich ein bisschen stillgelegt oder flachgelegt. Flachgelegt hat, sagt man bei Frauen. Ja, flachlegen, ja, ja. Nee, haben wir jetzt ein bisschen stillgelegt, weil ich jetzt die ganzen Videos gedreht habe und die ganze Promo-Scheiße, weil ich das alles alleine mache. Aber Alpagant TV nach meinem Album Release wird auf jeden Fall, werde ich mir da wieder Mühe machen und auf jeden Fall wieder mit Alpagant TV am Start sein. Ist ja interessant, diese Alpagant TV YouTube-Formate sind ja interessant. Verfolgst du so ein bisschen, was andere Rapper machen, was YouTube-Format angeht und so? Ganz ehrlich, seit ich Vater geworden bin. Und du guckst nur noch Pampers, ne? Zwei Prinzen zu Hause habe. Ich meine, ich denke nicht, dass ich irgendwas verpasse. Genauso wie auf der Straße. Ich habe alles gesehen, alles genügt. Ich verpasse einfach nichts. Ich weiß, was meine Arbeit ist, was ich sagen will. Das ist das Gute an einem Album, weil ich kann immer das alles drin verarbeiten, was ich so in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten erlebt habe. Ja. Und das Album zu schreiben war auch wieder ein Kampf. Weißt du, ich lasse meine Frau ungern alleine mit 2 Kindern den ganzen Tag. Ja. Und für mich wäre das auch so, ich hätte viel verpasst so von den Kindern. So. Ich gehe sogar, wenn die schlafen, gehe ich sogar noch mal rein, obwohl meine Frau sagt, lass die schlafen. Ich gehe trotzdem und ich gucke so, Allah, wie die schlafen. Ja. Das ist das Schönste, weißt du. Aber ich kriege leider so, von den Rappern kriege ich nicht so viel mit. Der halt krass angesagt ist oder gerade seine Million Klicks hat und so auffällt mit, keine Ahnung, ist mir egal. Weißt du, sowas kannst du nicht übersehen. Sowas kriege ich dann halt mit. Ja. Aber wenn die heute mich fragen, wer ist 187, wer ist das? Ich sage, Moruk, ich kenne nur 110 oder 112 oder 007 kenne ich noch, aber die anderen kenne ich nicht. Muss ich verfolgen. Ich bin leider so weg vom Fenster. Es ist nicht böse gemeint, auch den ganzen Rappern und die Newcomern, die jetzt gekommen sind, ist wirklich nicht böse gemeint, aber ich kriege leider nicht viel mit. Ja. Oh. Aber immerhin weiß ich noch, wer die Angesagten sind. Ja, wobei 187 ja sowieso gerade überdimensional angesagt sind. Echt, aber, ja? Aber ich weiß, aber wie du meinst, wenn man jetzt... Musikgruppe, wa? Die sind mehrere oder? Das ist eine Gang. Das ist eine Gang, ja? Wie man so sagt, ja. 187, sag mir, war das nicht so ein Todesurteil oder irgendwas? Was war diese 187 ist, glaube ich, 187 ist, glaube ich, wenn man einen Polizisten umbringt, der Code. Policeman Down, so, glaube ich. Irgendwie sowas, wa? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es gab mal einen Song von Method Man, der so hieß.
Ja, gut, auf jeden Fall, die sind überall angesagt, die kannst du dir reinziehen. Der Rest, ist, sonst ist nicht viel passiert okay. dieses Jahr. Echt, ja? Also habe ich noch den, also die alten aber, Hasen natürlich, ne, klar. Aber ich habe noch das Richtige so. Mitbekommen, 187, wenn ja, du so sagst. Hast du gut gesagt. Also, da, also wenn, was jetzt, die sind ja nicht mal Newcomer, die sind auch schon ewig dabei, aber ein paar von denen sind länger dabei, aber die sind gerade so das Ding so. Kann man, und, kann man sich wo, geben. Woher kommen die? Hamburg. Hamburg? Ja. Bin ich am Wochenende vielleicht auch. Vielleicht sehen wir uns mal in Hamburg. Ja, kann man sich kann auf jeden Fall auf den Kiez zuspannen. Ich guck mal, ich höre mir mal an, wirklich. Ja, gib dir. Gib dir Böse an die Möse, wird mein Bruder jetzt sagen, du weißt. Jetzt ist deine erste Single. Auf der ersten Single hast du ja im Video direkt ausgepackt, hast ja auch deinen Namen genannt. Ein paar Namen habe ich genannt, ja. Aber war jetzt auch nicht so ein Angreifen. Nö, aber nur manche Namen. Manche. Ein, zwei Namen. Einen Namen habe ich, glaube ich. Du sagst, Nasa ist ein Peach. Auch noch so dieses türkische Peach. Ja, Allah, kannst du einmal für die ganzen Germans sagen, voll racist hier. So, na, mal, was heißt denn das überhaupt, Peach? Was heißt das so? Das heißt einfach der Idiot. Nein. Kann man nein. Der Arschloch. Nein, übersetzt heißt es schon ein bisschen hart. So. Es ist so, aber bei väterlosen Kindern sagt man so. Also Bastard sagt man. Also man, ganz nur ehrlich, einmal, damit das alle kapiert haben. Mit Nazar, ich mag seine ganze Masche nicht mehr. Ich schwöre, also seine ganzen Filme und so. Also einfach sein Ding machen, weil so seine Schnauze halt mit dieser ganzen, letztes Jahr noch sein Spruch über die Muslimen und keine Ahnung. Bruder, wenn du praktizierst, wenn du Moslem bist, bist du, wenn nicht, dann nicht. Wir haben nichts gegen andere Leute. Ja. Weißt du, aber lass deine Pseudo-Rapper und so. Ich bin zum Beispiel ein Muslim, Alhamdulillah, der praktiziert. Ich mache das schon seit Jahren, aber seit ich Vater geworden, mache ich das richtig. Ich versuche aufzupassen, auf was ich esse, was ich nicht esse, diese Halal-Fleisch und ja. Das. Nach dem Gesetz, was Gott uns gegeben hat, gehe ich. Wenn du nicht dran glaubst, du Hundesohn, dann halt deine Schnauze. Weil wenn ich nichts mal sehe, ich werde nicht mehr so korrekt nett sein. Ist mir auch egal, mit wem er da kommt, weißt du. Und auch wie er mit seinen Beinen ist und so. Ich habe nichts gegen behinderte Menschen oder so, niemals. Ich helfe die sogar, ich trage die auf meinen Rücken. Aber so ein Hund, der noch so frech redet und sich auf sich Aufmerksamkeit ziehen will, ich klatsche ihn kaputt, ich klatsche ihn tot, wenn aber ich ihn sehe. Aber ist aktuell etwas passiert zwischen nein, euch? So, oder nicht, ist es nur wegen zwischen uns eigentlich gar nicht, aber so sein Verhalten und so. Und damals war auch so ein paar straßenpolitische Sachen. So. Er hat ein paar Sprüche rausgelassen und hat über Leute, die neben mir waren, lügnerische Geschichten erzählt. Also ich habe gemerkt, er ist auch so ein Heuchler. Und ich bin ein Mensch, ich will mit so einem Menschen nichts zu tun haben, sondern von mir entfernt bleiben. Und ich habe sowieso nichts mit ihm zu tun. Ist auch besser so. Aber wie gesagt, ich sage jetzt meine offene Meinung. Er soll sich einfach benehmen, wenn wir uns sehen. Er soll lieber seinen Kopf runter machen und Hallo sagen. Wenn er frech wird, dann kriegt er seinen Abbringung. Vielleicht verliert er sogar noch seinen anderen Bein. Also, aber erst fängst du an mit ist locker und so, aber jetzt hat er schon sich aufgeregt. Dieser eine Satz, was ich sage mit diesem Peach, auf ihn ist ja nur. Aber ja, die Aufzählungen davor sind einfach so, ich scheiß drauf, ich scheiß auf die. Ja gut, aber du hast dich jetzt ganz schön über Nasa aufgeregt. Ich dachte, es ist was Krasses passiert. Nee, ist nichts passiert, aber ich reg mich einfach über manche Menschen extrem auf und soll eigentlich nicht sein, weil es geht alles auf mein Herz. Aber ich mag diesen Jungen nicht, ich mag seine heuchlerische Art nicht. Gut. Ist schlimm? Muss nee, man nein, 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 das nicht, aber aber ich kann immer noch lachen, oder nicht? Oder fühlst du dich gerade angegriffen, weil er dein Landsmann ist? Nein, der macht diese Straßenpolitik. Nein, das nicht. Ich fühle mich natürlich nicht persönlich angegriffen. Ich bin ja, was das angeht, Menschen, neutral. Menschen, die mich noch krasser aufregen. Aber ich habe erst gedacht, als ich den Track gehört habe, das ist ein Seitenhieb-Track. Aber dann hast du dich gerade sehr aufgeregt. Damals, das hat mich schon gewundert. Ich erzähle dir von damals eine Geschichte. War ich in Österreich? Ich habe mit denen mal geredet. Ich war mit Sido in Streit, ja? Es war gerade alles frisch. Er redet neben mir, Hurensohn, Murensohn neben Sido, also über Sido. Okay. Und das eigentlich kommt bei mir nicht gut an, weißt du? Trotzdem habe ich nicht gesagt. Ich war damals auf Sido so sauer, was er mit mir abgezogen hat. Deswegen habe ich Sido auch nicht in Schutz genommen. Aber wenn er so übertreiben würde, dann würde ich sagen, reicht jetzt, rede nicht. Aber ich habe gemerkt, wie er über ihn hergezogen hat. Nicht mal ein oder zwei Wochen her, später habe ich gehört, dass sie einen Track machen. Und das ist für mich, ist das so okay. Ein Peach-Move einfach. Das regt mich einfach auf, das ist Ehrenlose. Er kann über mich sagen, was er will, er weiß nichts über mich. Er kann ja seine, um sich zu verteidigen, kann er sagen, was er will. Er kann auch sagen, hey, Alper ist eigentlich okay, warum macht er jetzt so? Warum ich mache so? Ich mag es, den Menschen ins Gesicht zu sagen, wie die sind. Und ihm werde ich es auch in sein Gesicht sagen, wenn ich ihn mal sehe. Ich hoffe, es kommt dazu, dass ich mit ihm reden kann. Weißt du? Aber ich mag den Jungen. Da, an dem Zeitpunkt, wo ich diesen Track gehört habe, ich habe einen miesen Hass auf ihn bekommen. Ich dachte so, was bist du für ein Peachland? Gestern redest du so über Sido Mido, jetzt geht es wieder um Geschäft, ihr macht Track zusammen. Ja, es geht bei solchen Leuten geht es nur darum, dass die
Die wollen einfach überall dabei sein, Fame, die wollen bekannt werden. Jetzt bist du bekannt. Ich habe ein paar Videos sogar von ihm angesehen. Er macht starke, gute Videos. Das muss man ihm geben, das muss man ihm lassen. Mach wirklich krasse Videos. Ja, das stimmt, ja. Diese eine Cowboy-Video. Die Videos sind geil. Wie kommst du auf so Ideen, weißt du? Er hat auch gute Leute, glaube ich, um sich herum. Schön, mach dein Ding. Keiner hat was dagegen. Keiner hat auch Auge auf dein Boot. Aber halt deine Fresse und benimm dich. Und rede nicht, sag nicht, du Pseudo-Rapper, Moslems. Weil ich fühle mich damit angegriffen. Aber meinst du, hat dich gemeint? Also Leute wie dich. Bin ich kein Rapper? Nein, aber ich glaube... Dann sag Namen. Dann hol deine Eier raus. Sei ein Mann. Und sag Namen. Sag du. Ihr seid Pseudo-Rapper, ihr wart gestern so und so, ihr habt mit denen rumgemacht, ihr habt mit denen gemacht, jetzt macht ihr auf Moslem. Sagst du, aber wenn jemand so sagt, dann bin ich sauer. Einmal hat zum Beispiel, ich will dieses Thema jetzt auch nicht eingehen, mit Farid Bang ist auch natürlich alles okay, wir haben uns auch schon gesehen. Ach okay, da habt ihr euch mal ausgesprochen. Wir haben auch Hallo gesagt, wir haben uns leider nicht richtig ausgesprochen, weiß ich auch nicht warum. Er war, glaube ich, ein bisschen in Eile, wir haben uns Hallo gesagt und die sind weitergegangen. Er hat auch damals mal zum Beispiel gesagt, es gibt irgendwie fünf Rapper, die okay sind und der Rest sind alles Hurensöhne. Ich kann darüber lachen, aber irgendwo fühle ich mich auch angegriffen, weißt du? Und ich mag es nicht, weil unsere Eltern haben damit nichts zu tun. Dann habe ich auch Casey angerufen, ich habe mit ihm geredet. Er sagt, niemals hat er dich gemeint. Ich weiß, er hat mich nicht gemeint, aber Moruk, die Fans, dies, das, ich probiere, ich kriege Nachrichten, weil er hat dich gemeint, dies gemeint. Sowieso nicht auf sowas reagieren. Ja eh nicht verrückt machen lassen. Nee, habe ich auch nicht, habe ich auch nicht. Aber ich wollte noch mal reden, so. Ich wollte gucken, bis wohin es hingeht, ob jetzt wieder eine neue Attacke kommt. Und Casey und ich, wir haben uns unterhalten. Casey meinte auch, um Gottes Willen, niemals. Ich habe gesagt, alles gut, grüß ihn, salam alaikum, alaikum salam, war gegessen. Aber bei dem Jungen, ich mag seine Art einfach nicht, diese heuchlerische, falsche Art, vor dir gut sein, über ihn zu lästern und dann mit ihm so gut zu sein. Wer weiß, wo soll ich wissen, wie dieser Hund neben Sido über mich redet? Ich war jetzt mit Alpa, ich habe auch gesehen, ach, er ist ein Opfer, Mopfer. Ich weiß doch, das sind so eine Hunde. Sind das. Und mit diesen, ich kann mich über solche Leute nur aufregen und deswegen bin ich froh, dass ich wirklich zu Hause bin bei meiner Familie und nichts von dieser beschissenen Szene mitkriege. Aber das sind auch so Sachen, die schon lange her sind. Weißt du, ich erzähle dir keine frische Sache. Der Sido-Track mit Nasa ist ja auch schon was her. Das ist super lange her. Ich will gerade welcher war. Verstehst du, was ich meine? Das sind Sachen, die mich von damals so aufregen und ich vergesse sowas nicht. Deswegen sage ich jetzt gerade. Also aktuell war aber jetzt nichts passiert. Was soll sein, ja? Aktuell, also aktuell außer diese Pseudo-Moslem-Dings. Letztes Jahr war ich noch ein bisschen locker und easy, weil ich andere Kopfschmerzen hatte. Wollte ich nicht zu sehr darauf. Aber jetzt sage ich ganz ehrlich meine Meinung. So, Janne, er soll seine Fresse halten. In Österreich kann er vielleicht Goldruhm oder Goldstatus sein, krass sein, aber hier in Berlin bist du ein Voss, bist du. Du hast nichts von der Straße hier miterlebt. Das ist das Ding, Bruder. Weißt du, wir sind, Wallah, Husbeck, wir sind neben Arabern, wir sind im Kurden. Ihr seid auch nicht anders, ihr seid auch neben Kurden, Arabern, richtig Straße aufgewachsen. Essen ist hässlich, Alter. Sind doch verrückte Leute auch da. Weißt du, hier ich bin nach Berlin, anders. Damit ich meine Ruhe habe. Hier ist auch nicht anders. Hier hast du keine Ruhe, Bruder. Da nein, Bruder, aber, gibt's Ecken, wo aber Berlin, Bruder, das, und der Unterschied zwischen Berlin und Essen ist, Berlin hast du wenigstens so eine Größe, du kannst auch mal verschwinden in Stadtteile. So. In Essen immer. Musst du andere Städte Essen ist, du hast immer ich verstehe, was du meinst. Ich du kannst nicht verschwinden. Aber was ich damit sagen will, die machen auf Straße und so, die haben nicht mal annähernd das erlebt, was wir erlebt haben. Mann, wir sind mit Einzelkämpfer aufgewachsen. Ich habe auch auf die Fresse bekommen. Ich bin nicht Herkules, aber ich habe gekämpft wie ein Mann. Ich habe Schläge bekommen auch, ja, und kann passieren. Ja. Trotzdem stehe ich wieder. Und nächstes Mal weiß derjenige, oh, wir haben letztes Mal eine halbe Minute lang gekämpft, wir sahen beide nicht gut aus. Weißt du, was ich meine? Aber so eine, ich kann mir sowas, ich kann nicht mehr runterschlucken von so einem Piste-Rappern, weißt du? Macht euer Ding, macht euer Business, aber passt auf, wie ihr redet. Und wenn ihr jemanden beleidigen wollt, dann macht nicht so allgemein. Sucht euch die Namen aus, seid, macht. Weißt du? Was ist denn jetzt? Ich fühle mich angesprochen, das meine ich damit. Okay, gut. Okay, beruhig dich einfach. Nein, das war nicht so gemeint. Beruhig dich einfach. Ich meinte, okay, eine Frage noch dazu. Eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr so danach fragen, weil es ist auch irgendwie gegessen mit Siggi, aber jetzt, wo du gerade Sido erwähnt hast, ist das Verhältnis, hat sich das beruhigt ein bisschen? Hat man sich vielleicht mal gesehen in Berlin, Hand gegeben, kurz gesagt, komm. Nicht dazu gekommen. Außer, auch, wie soll man sich denn sehen? Keine Ahnung. Ich bin Familie erst, ja. Andere Ende der Welt. Mann, ey, guck mal, ich bin eigentlich... Weil du hast die letzte Zeit schon... Es war ja in letzter Zeit so... Guck mal, der liebe Gott, ist mein Glaube, verzeiht dem Menschen, aber dem Menschen, der bereut. Er sagt sogar, komm einen Schritt auf mich zu und ich komme 100 Schritte entgegen. Weißt du, was er damit meint? Zum Beispiel, ich habe Sünden gemacht, ja. Ich habe gefickt, getrunken, Drogen genommen, alles gemacht. Ich habe es bereut irgendwann. Ich habe gesagt, es war falsch. Bitte vergib mir.
Wenn du dein Wort dann hältst und das nie wieder machst, dann werden das alles Pluspunkte. Er macht auch gute Taten draus, weil du dein Wort und er verzeiht dir, weil du Reue zeigst, weil er weiß, was in dein Herz abgeht. Wenn diese Leute, mit denen ich Streit habe, ja, oder die mich enttäuscht haben, mir Reue zeigen würden, ja, dann würde ich, wer bin ich denn, dass ich keinen Menschen verzeihen kann? Verstehst du, was ich meine? Ja, gut. Ja. Dann würde ich sagen, okay, komm, wir treffen uns, wir quatschen, kann man alles auswählen. Aber Sido hat mich an einer Zeit getroffen, war die schlimmste Zeit, was ich danach durchgemacht habe. Er weiß es nicht. Während er seine Scheine gezählt hat mit irgendwelchen Peach Desius und irgendwelchen anderen Hundesöhnen, die Internetgangster sind heute und im Internet jeden zweiten Hurensohn schreiben, weißt du, während er im Internet mit dem Geld gezählt hat, haben wir gehungert. Wir haben Stress, wir hatten Schulden, wir hatten das, wir hatten dies. Alhamdulillah, heute geht es uns im Gegenteil. Weißt du, was ich meine? Wird auf dem Album, geht da auch was? Oh. Damals hat er mich mies getroffen. Und das, ja, ich weiß. Schlepp ich bis ja, wir haben ja schon damals darüber gesprochen. Es hat dich auch wirklich im Herz getroffen, hast du mir gesagt. Damals. Natürlich. Und Sido, ich war jahrelang mit ihm. Ich habe mein ganzes Leben fast, meine ganze Jugend habe ich vergeudet bei ihm. Ich habe auf der Straße so viel Geld verdient, Alter. Ja gut, was heißt vergeudet? Du hast ja auch viel gerne bekommen von Sido. Ja, aber am Ende war das traurig, was passiert ist. Ja. 10 Jahre mit ihm und dann am Ende so hängen lassen auf der Straße. Nichts ohne nichts, gar nichts. Und dann noch diese Sachen noch von damals, musste ich noch abbezahlen. Geh mal, dies, das. Jetzt bin ich auf, Alhamdulillah, auf Zero, Zero, Zero. Mhm. Lach mal richtig von Herz, wenn du lachen willst. Ja, eigentlich wollte ich gegen Sido nichts, aber ich habe wieder ein, zwei Lines. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auf dem neuen Album... Das war ja nur so Scheiß auf. Ich habe nur Scheiß auf ihn. Okay, also das ist jetzt nicht mehr so... Danach habe ich noch einen. Bei Ehrensache-Song. Da habe ich alle nochmal erwähnt. Ich habe ein paar Namen erwähnt. Ich habe Fabio erwähnt. Ich habe Echo erwähnt. Ich habe Nazar erwähnt. Ich habe Sido erwähnt. Echo auch? Echo habe ich auch erwähnt. Was gibt's da? Auch so seine Art, sein Verhalten als Türke gefällt mir nicht. Also kleiner Arschkriecher. Will bei jedem immer gut sein und das passt nicht zu einem Türken. Er macht auf Türke, so dies, das. Für mich ist es eine Schande. Du verstehst mit den allen gut, ich weiß nicht. Nein, es ist nicht für mich. Nein, das ist cool. Wie soll gut. Ich jetzt reagieren, was soll ich fragen? Das ist jetzt nicht so. Guck mal, künstlerisch, Sido, Echo, starke Künstler. Echo ist ein krasser Künstler. Ja, wenn du gibst Echo ein Thema, ersetzt, ich kann mir vorstellen, ich kenne ihn nicht, ich kann mir vorstellen, eine halbe Stunde macht er dir den Song fertig. Wenn er sogar Rekord brechen will, er macht sogar 15 Minuten fertig. Wer weiß. Sido genauso. Ja, keiner kann Sido oder Echo das Wasser reichen, was in künstlerischen Sachen ja, klar, Musik Songwriting. Angeht. Weißt du, was ich meine? Klar. Sehr stark Künstler, wortgewandt, stark Wörterbuch. Oh, hier ist Salam los. Alaikum. Hier ist los, Alter. Weißt du, aber mir geht es immer ums Menschen, um die Arten so. Weißt aber du? Mit Echo, wenn, du sagst gerade, ihr kennt euch nicht, dann gehst du halt nur von außen. Du sagst nur von außen. Die ganzen Partybilder, Mann. Also, ich will jetzt keinen Namen unbedingt nennen. Er versteht mich schon, was ich meine, weißt du? Aber das Ding ist, der Mensch kann keine Kritik ertragen. Viele Menschen. Sido ist auch so ein Mensch. Er konnte nie Kritik ertragen. Er muss immer so, alles, was er macht, ist richtig. Weißt du, wenn man zu mir zum Beispiel sagt, deine Art ist so, 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 dann würde ich sagen, ja, kann sein, Alter. Ich bin so, dann habe ich irgendwas... Weißt du, aber ich versuche wenigstens auf ein paar Sachen aufzupassen. So was Stolz, was Ehre und was ein Mann so ausmacht. Weißt du, keiner ist perfekt. Ich bin auch nicht perfekt. Meine Frau sagt auch so, du bist nicht perfekt. Jeder Mann macht Fehler. Ich bin zu Hause auch nicht perfekt, obwohl ich mal da bin. Manchmal ist mir auch alles zu viel. Weißt du, in der Szene bestimmt auch. Vielleicht gefällt es jetzt den meisten Fans nicht, wie ich über deren Idolen rede. Weißt du, aber es ist so, von meiner Sicht aus. Und ich weiß auch, wenn jemand stabil und gut ist, dann gönne ich ihm auch sein Tribut. Wie sagt man, zoll ich ihm sein Tribut? Oder? Ich zolle Tribut. Zoll ihm mein Tribut. Weißt du? Ich bin nicht so ein Hater oder so. Auf gar keinen Fall. Ich sage nur meine Meinung offen. So wie es ist. Ich finde, auf dem... Es soll auch kein Ding sein. Ja, erwähnt jetzt alle Namen und sucht Aufmerksamkeit. Ich scheiße auf eure Aufmerksamkeit. Wir machen hier ein Interview. Du fragst mich, warum so, warum dies. Ich sage so, mein Albumtitel heißt Ehrensache, also gehe ich auf dieses Thema ein. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt ein Album mache mit Alles kommt zurück, dann muss ich nicht darüber reden. Ja, dann schreibe ich lieber Songs wie Angst, Hunger oder Alles kommt irgendwann zurück, Karma. Das sind dann so meine Themen. Ja, ich verstehe schon. Weißt deswegen du? War ja auch der Anfang meiner Frage, du machst Ehrensache 2, worum geht's, ob du wieder die Schelle rauspackst? Und das hast du ja anscheinend. Bisschen Schelle ist ja dabei. Aber können wir mal nochmal... Bei Nazar, ja. Ja, können wir nochmal... Er ist Tam Nazar. Heute ist nur wieder Beef. Aber wenn wir mal vom Beef runterkommen, du hast auch einen sehr krass gefühlvollen Track drauf.
Zwei Bekannte von dir sind vor ein paar Wochen gestorben, ne? Ja, da sind auch so zwei, das sind auch zwei Menschen, die man in Berlin kennt. Jeder wird wissen, worüber. Mann, ey, diese Jungs, das waren nicht nur Berlin, deutschlandweit kannte die vielleicht jeder. Genau zu der Zeit war ich in Berlin. Ich habe hier gearbeitet und genau zu der Zeit war ich hier. Ich habe das mitbekommen. Viele meiner Freunde kannten die auch und so. Und das war, Berlin war ein paar Tage ruhig. Bruder, eigentlich will ich nicht unbedingt jetzt über dieses Thema reden. Vielleicht sag nur ganz kurz. Habib Hamza. Nur worum es mit dem Song ein bisschen und dann können wir wieder skippen, wenn du willst. Also das war der Auslöser, als jetzt nochmal Ruhe und Frieden. Dings Allah irhamu, Ahmed und Aziz sind zwei Brüder gewesen. Ich bin mit denen aufgewachsen. Also mit Ahmed war so, die waren beide jünger als ich. Und die letzten Jahre habe ich natürlich nicht mit denen verbracht. So. Die hatten natürlich viel engere Freunde als ich. Aber ich kenne sie seit ihrer Kindheit. Ich kenne die ganze Familie, die Schwestern. Ich war mit der Schwester in einer Klasse früher. Ich kenne die älteren Brüder. Und es waren wirklich angesehene Menschen. Und ich sind angesehene Menschen. Und ich habe immer Respekt vor der Familie gehabt. Ja. Und sehr lustige Jungs gewesen. Ja. Also Ahmed auch. Wenn der gelacht hat, dann war... Also es war sehr lustig, wirklich. Sein jüngerer Bruder Aziz. Ich habe noch nie gesehen, dass er sich aufgeregt hat. Er hat so ein humorvoller Junge. Also wenn man so die Bilder so vor sich hat, dann berührt es einen extrem. Aber so ist das Leben. Wir wissen nicht, wann es uns erwischt, weißt du? Irgendwann werden wir alle gehen und ich hoffe, dass die Waage stimmt bei uns allen. Und das war halt der Auslöser. Wir haben viele Freunde verloren. Viele aus der Hood auch. Sehr viele Namen. Und da wollte ich jetzt auch nicht so speziell einen Song nur für die beiden machen. Da dachte ich mir, Alter, dann nehmen wir mal alle zusammen und ich mache einen gemeinsamen Song für meine Brüder. Die meisten haben es nicht mal bis 30 geschafft. Maxim zum Beispiel, Attila Abi, war ja einer der größten Rollen hat er gespielt in dieser Hip-Hop-Szene damals in Berlin. Besonders in Berlin. Ne? Besonders in Berlin. So ein friedlicher Mensch und auch zu früh gegangen. Unfassbar tragisch gestorben. Ja. Richtig, weißt du, dass er an seinem Geburtstag gestorben ist? Ja, am 33. Geburtstag war das, am 13. Freitag. Also abergläubisch sind wir nicht, aber komischerweise war es halt so ein komischer Datum. Heute schreibe ich sogar mit seinem Sohn. Krass. Ja, wie alt ist er jetzt? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, schon er 20, ist... 20, oder? Nein, so alt ist er nicht. Er ist vielleicht 16? 16, okay. 15, 16, habe ich jetzt nicht direkt gefragt, aber ich war froh, dass ich ihn erreichen konnte. Jetzt schreibe ich halt ein bisschen mit ihm. Okay. Und ja, da sind halt etliche Namen, die so tragisch gestorben sind und uns damit halt mitgenommen haben. Ja. Deswegen dachte ich, ich mache einen Song für alle. Ich habe einfach für alle einen Song gemacht. Und Ahmed und Aziz habe ich natürlich erwähnt, weil die waren der Auslöser. Irgendwann muss jetzt endlich was kommen, weil wir können die nicht vergessen. Weißt du, wenn es jetzt frisch ist, die nächsten Monate, man denkt noch, ich bete heute noch für alle. Weißt du, in jedem meiner Gebete schließe ich sie ein und hoffe natürlich das Beste für allen nach dem Tod. Auch für uns, wenn wir gehen, weißt du. Am Ende habe ich die Namen aufgezählt, damit die sich auch nochmal geehrt fühlen, die Hinterbliebenen. Weißt du, ich denke, es ist auch was Ehrenvolles, es sollte auch so sein. Das habe ich gemacht auf jeden Fall und ohne Erwartung, weißt du, ohne dass jemand sagt, Alper, du hast richtig gemacht, du hast... Einfach, damit ich mich gut fühle, darum ging es mir und nicht, weil ich in irgendwelche Familie mich reinschleimen will oder so, um Gottes Willen, so fühle ich mich wohl, ich musste das machen, das war aus meiner Sicht eine Pflicht, als Freund, als Kumpel oder als Mitbewohner, als Nachbar in Schöneberg, musste ich das machen und für meine Brüder. Und die Hook hat Julian gesungen, sein Nachname ist so kompliziert, aber das seht ihr auf dem Dings, auf dem Cover, auf dem Booklet, ey sorry, ey, Julian, starke Hook, wirklich sehr gut gesungen. Freut mich extrem, dass ich den Song mit dir teilen durfte und nochmal mein Beileid an die ganzen hinterbliebenen Familien, auf jeden Fall. Denkst du, wenn du so ein, also ich will nochmal für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, sagen, dass die beiden einem Autounfall gestorben sind, ne? Ja. Ja, nur das damit, weil vielleicht viele da draußen das gucken, deutschlandweit, und die das nicht mitbekommen haben. Kann man, wenn du so einen Song schreibst, denkst du auch mal darüber nach, dass du denn hier auch vielleicht irgendwann mal live performst? Oder ist das bei dem Song ausgeschlossen bei dir? Warum nicht? Ich meine, denkst du darüber nach? Würde ich machen. Kommt darauf an, was für Publikum ich frage. Ja, ich meine, das ist wenn ja das ist ein Song, der dir sehr nahe geht. Wenn ich, und dann hast du da... Weißt du, wenn ich voll besoffene, voll gedröhnte Junkies vor mir habe, dann hat es keinen Sinn. Ja. Aber wenn ich sehe, sind erwachsene Menschen da, volles Publikum,
dann kündige ich natürlich gern an. Aber natürlich auch mit Erlaubnis der Familie, weißt du? Ja. Die älteren Brüder würde ich fragen. Ich hoffe, die finden das jetzt okay, dass ich darüber rede, aber ich wollte halt den Song nochmal präsentieren und mit deren Erlaubnis. Wenn die mir sagen, Alper, du kannst es gerne machen, dann mache ich das. Wenn die sagen, Alper, bitte lass sein, das berührt uns zu sehr und wir wollen das nicht, dann absolut nicht, auf gar keinen Fall. Also da gibt es bei mir nicht Rechte oder Pflicht, gibt es nur die, die haben dann das Sagen. Da bin ich auch mit dem älteren Bruder Bilal Abi in Kontakt auch. Ich habe ihm den Song gezeigt, er hat es gemocht, er hat es gefeiert, er hat gesagt, schön, schön, dass du es gemacht hast. Für mich eine riesengroße Freude auch, dass es denen gefallen hat. Also wirklich, für mich war das auch schwer dann, ob ich wieder so die Wunde wieder auffrische, ja. Weißt du? Das ist halt auch nicht einfach, aber ich sah das halt, wie gesagt, als Freund, als Mensch, ich sah das als Pflicht, also ich musste das machen. Jetzt fühle ich mich doch auf jeden Fall wohl und es ist ein starker Song geworden. Und ich hoffe, die hören das auch alle da oben. Alle. Im Hip-Hop, im Rap ist das ja auch schon seit es Rap gibt, immer Tradition gewesen, so ein bisschen, dass man über verstorbene Kollegen oder Freunde Songs macht. Gerade Maxim ist ja so ein Thema hier in Berlin. Da haben, ich glaube, also Flair hat einen Song gemacht. Warum ist das so? Ich bin mir nicht sicher, ob Bushido auch einen Song gemacht hat. Ich glaube, ohne ihn zu nennen, hat er, glaube ich, auch einen Song gemacht. Das ist schon lange her. Aber es ist so, ich finde krass, dass man so eine Basis hat, ja, zum Beispiel Maxim oder auch andere, aber sich in Berlin trotzdem nur gestritten wird, ne? Es ist echt schwierig, ne? Alle so große Egos, es gibt fast kein Zusammensitzen, jeder macht sein Ding, kein gutes Wort. Alter, wenn sich die Menschen, guck mal, die Tiere riechen miteinander und verstehen sich und die Menschen reden miteinander, wenn die Menschen sich nicht verstehen, nach ein, zwei Sätzen, dann kann man es akzeptieren, weißt du, dass jeder sein Ding macht. Aber in dem Fall, ich weiß nichts, ich will nichts Falsches sagen, ich will auch niemanden Vorwürfe machen und niemanden angreifen. Maxim war jemand, der sehr hilfsbereit war. Ich persönlich, ich kannte ihn nicht persönlich, ich habe ihn hin und wieder gesehen, vom Hören kannte ich ihn mehr und ich habe ihn respektiert. Und in der Phase, in der Zeit habe ich angefangen auch in die Szene so langsam Fuß zu fassen. Ich habe noch nicht gerappt. Ja. Ich habe einiges mitbekommen, weil es alles vor meiner Tür war, in Schöneberg. Ja. Ich habe nur mitbekommen, wie gutherzig, wie aufmerksam er für die Jugend da war. Er hat Organisationen, Projekte veranstaltet, dass sich die Jugend mit Tanzen, mit Breakdance, mit Sprühen an Wände sich austoben konnten. Ja. Ihre Künste so, weißt du, zeigen konnten, ausüben konnten. Und er hat viel getan. Ich weiß, er hat für Bushido und Flair, er hat sich viel für die eingesetzt, er hat viel für die getan. Ja, mal sehen. An dieser Stelle will ich nochmal hinweisen, unsere Zuschauer und auch dich vielleicht. Ein Freund von mir hat einen Film gemacht über Maxim, eine Dokumentationsgeschichte. Echt, ja? Ja. Krass, auch mit Speichel ist drin, spricht da drin, hat die ganze Story ein bisschen aufgerollt, auch mit Hakan Abi hier gesprochen. Entschuldige, Hakan, Killer Hakan. Ja, nicht zu verwechseln mit Hakan Abi aus Köln. Okay, also so, der gesagt, Killer Hakan ist, spricht und die, ein paar Oldschooler sprechen. Hat, Hakan Abi auch. Respekt, sowieso Abi. Er hat wirklich sehr schön zusammengefasst. Und vielleicht schaust du den an, vielleicht schauen sich die Zuschauer an. Ich wollte darauf hinweisen, weil der Film hat, weil das ist jetzt kein, so, weißt du, das Thema ist natürlich so, dass es nicht, es ist Hip-Hop. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Leute sich das reinziehen. Es gab eine Kinopremiere in Berlin, es gab eine Filmpremiere in Köln. Sogar, wenn ich mich nicht recht entsinne, auch in Wien. Ich war in Köln auch eingeladen, aber leider musste ich absagen, weil ich gerade in Hollywood war mit Motrip und so. Und, läuft bei euch lang? Ja, Bruder, läuft. Motrip, ha? Ja, wir haben da ein paar schöne Was-Los-Folgen gemacht. Hast du gesehen? Wie geht's ihm? Alles gut? Super, ja. Ja, sehr gut. Alhamdulillah, bei ihm läuft. Bei ihm läuft. Kennst du den Neuen? Pass auf. der Neue, pass auf. Du weißt, diese bei dir läuft und so. Ja, ist alt, Bruder. Jetzt gebe ich dir den Neuen und nach dem Video können das alle machen. Vergisst aber nicht, der kommt von Ruse. Du triffst einen, bei dem läuft nicht mehr so gut, aber früher war gut. Jetzt sagst du, Bruder, bei dir lief. Bruder, bei dir lief. Ist der nicht Killer? Bruder, bei dir lief. Ja, also, aber das ist auch schon fast Diss, weißt du, wenn du einen triffst, bei dir läuft nicht gut. Ja, Bruder, bei dir lief. Es lief mal. Es lief mal so. Bei dir lief, bei dir schnief. Aber bei dir lief und läuft auch.
Ne? Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah, gut. Und hast du, gibt's einen Song über die Söhne auch? Bestimmt, oder? Ja. So wie ich dich kenne. 100 Krass. Pro, oder? Wie bist du drauf gekommen? Ja, aber weil du so ein stolzer Typ bist, so ein stolzer Vater einfach bist. Ehrensache halt. Ich habe ein Lied für meine Frau gemacht. Ja. Einen ganzen oder auch einen ganzen? Über Familie und Söhne? Und nee, alles. Für meine okay. Frau habe ich ein extra ein Lied gemacht. Das wäre das erste Mal auf jeden Fall, dass du ja. das gemacht hast. Ne? Ja. Merzat hat Jok gesungen. Für mich ein Hit. Merzat aus Hamburg, ja? Ja, Merzat ja, aus Hamburg. Mieser Typ. Anders kennst du den nicht? Muss ich jetzt sagen, Merzat aus Hamburg oder Merzat? Merzat Marashi hätte ich jetzt gesagt. Marashi. Merzat Marashi gesagt, hätte ich direkt gewusst. Ja. Das ist der ehemalige DSDS-Gewinner und vielleicht der einzige DSDS-Gewinner, der nicht peinlich ist. Wallah, der ist auch verdient, wirklich. Ein mieser Typ. Aber ganz ehrlich, mit ihm, ich könnte mir sogar vorstellen, ein Album zu machen. Er ist ja. echt musikalisch, er hat eine schöne Stimme, macht Spaß, mit ihm Songs das zu machen. Das ist mal eine Idee, eine Kollabo. Du rappst die ganze Zeit, er singt alles. Aber ich muss doch so. Wie die Rapper denken. Kelly Jay-Z ich muss wie die Rapper denken, er ist doch nicht mehr so angesagt, ich kann nicht mehr machen. Ja, stimmt. Schick nicht WhatsApp, blauer Haken, Antwort. Aber sowas nee, aber ja, für mich wäre ich wär offen dafür. Weißt du, müsste man sich mal zusammen hinsetzen und Ideen und den richtigen Produzenten haben, der die richtigen Beats macht. Ja. Ja, für meine Söhne habe ich auch einen Song gemacht. Das war für mich sehr wichtig. Denn, wie gesagt, letztes Album hieß Geboren, um zu sterben. Wie du mitkriegst von einigen Erlebnissen, wie unsere Freunde gehen, man kann das nicht wissen. Ich würde gerne natürlich erleben, wenn meine Söhne 20 sind, 25 sind, dass ich mit denen mal ernsthaft reden kann und denen das weitergeben kann, was wirklich auf dieser Welt abläuft, wie die Menschen da draußen sind. Weißt du, was ich durchgemacht habe? Dass sie mal so ein Bild von dieser beschissenen Welt haben. Und dass sie einfach nur zusammenhalten sollen. Sie sollen nicht neidisch aufeinander sein, weißt du? Und für mich war es wichtig, weil ich nicht weiß, ob ich noch so lange lebe. Mach ich Sex schon wieder damit. Alter. Aber weiß ich ja nicht. Das machst du immer. Aber darum geht es in dem Song. Aber wenn wir uns treffen, malst du immer den Teufel an die Wand. Immer guck heißt mal, es. Stell dir mal vor. Ich weiß nicht, ob ich morgen. Du bist ja ein Typ, guck der. Mal, stell dir mal vor, ja. Ich bin ein Typ, der realistisch denkt. Ja, aber wenn du realistisch denkst, wirst du noch sehr alt, mein Freund. Wir werden noch viele was losfolgen machen. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht 100%. Nein, natürlich, aber du bist jetzt stell schon dir mal vor, ja. Attila Abi, Maxim, ja? Stell dir vor, er hat damals einen Brief geschrieben für seinen Sohn. Ja. Stell dir mal vor, sein Sohn würde es jetzt lesen. Er würde es so krass auf Herzen nehmen und sagen, Baba, ich werde alles, was du mir hier gesagt werde ich mit, werde ich als Ohrring an mein Ohr ranhängen. Ja, ich werde, das wird mich prägen. Ja, ja. Und das ist mein Ding gewesen. Ich habe diesen Song gemacht, damit die später, falls ich nicht da bin, hören, was ich denen zu sagen habe. Eine Garantie, aber eine Sicherheit. Ja, okay, aber wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre doch auch traurig, oder nicht? Natürlich, aber du bist so... Dadurch, und dann dass passiert was. Dadurch, dass du Musiker bist, Videos draußen hast und so weiter, gibt es ja anders als wie viele andere Väter sowieso viel aber Material über dich. Es gibt keinen persönlichen Song. Kennst du, ey, wie traurig es wäre, wenn ich gehe und ich habe den schon einmal mit. Nein, das ist ja klar. Deswegen musste ich. Kennst du von Tupac den Song To My Unborn Child, mein ungeborenen Sohn? Das war, glaube ich, wirklich so. Ja. Den von Michael Jackson, diese Sample. Ja, ganz genau. Von Liberian Girl. You know that. Mann, Tupac ist der Vater von diesen Songs. Aber was ich noch fragen wollte, ich bin jetzt. Er ist der Vater von diesen Songs. Dear Mama, er ist der Vater von diesen Mama-Songs. Weißt du, ich mache auch nichts aber anderes. Ganz ehrlich, alle Rapper, die angefangen haben mit Mama-Songs, er war der Erste. Wusstest du, dass Tupac der Erste war, der sich hat tätowieren lassen? Wusstest du das? Weil früher war Tattoo war Rocker. Und ich Rocker. Bin der Erste, der sich nicht tätowieren lassen hat. Nee, der Zweite, mein Freund. Ich bin der Erste, der sich nicht tätowieren lassen hat. Du bist Rapper auch, ja? Nein, aber... Okay, der erste Rapper, der kein... Aber Sinan hat auch kein Tattoo. Sinan hat auch nicht? Nein. Also, weißt du, warum der nicht hat? Aber er hat doch letztens irgendein Tattoo gezeigt, aber von jemand anderem, wa? Weißt du, warum der nicht hat? Ja. Es gibt nur einen Grund, warum Sinan noch keine AK-47 auf dem Rücken tätowiert hat. Das bin ich. Ich jeden Tag sage, bist du bescheuert? Jeden Tag sage, ey, weißt du was, geil wäre, das wäre mies. Sag nein. Das wäre mies, nein. Warum machst du das nicht? Nein, Bruder. Ich sag dir einen ganz einfachen Grund. Irgendwann findest du bei Leuten Tattoos schön. Okay, da denkst du, oh, geiler Style und so. Aber es ist eine Sache, etwas gut zu finden, so schön oder so, ästhetisch oder so. Das ist eine andere Sache bei sich. Weil ich, für mich persönlich, kann jetzt nicht für Sinan reden, für mich persönlich, ich wäre nicht lange glücklich damit. Ich wäre vielleicht eine Zeit also, lang... Also hat nichts Religiöses. Nein, da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Du meinst jetzt Islam, ob das gut sei. Da steht aber nichts im Koran. Lass uns, lass uns das mal lassen, weil das ist ein ewiges Thema. Ja, einige sagen ganz krass, massiv lässt sich das jetzt entfernen und so, wegen Dien. Und das ist auch okay alle. Aber das ist nicht das Problem. Ich finde, ganz ehrlich, der Mensch
wir begehen den ganzen Tag viel größere Sünden. Janne, worüber reden wir jetzt? Weißt du so, worüber reden wir? Janne, kann man nicht vergleichen. Aber ich bin so ein Typ, weiß nicht, finde ich heute den Style gut. Ich weiß genau, in ein paar Jahren denke ich so, warum habe ich das so gemacht? Warum habe ich diese gemacht? Und ja, bei meinem Bruder, keine Ahnung. Ich sage meinem Bruder immer, lass es sein, das ist eine endgültige Entscheidung. Oder das ist, ja, ich meine, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch zu Naturfreak, aber ich sage immer, Gott hat mich so gemacht. Was soll ich jetzt das operieren? Ja, keine Ahnung. Ich habe einen Freund, auch Türke, dein Landsmann. Wenn du schon mit so deinem Landsmann kommst. Er hat eine übertriebene türkische Hakennase, ja. Und bestimmt mein Leben lang, wir kennen uns mein Leben lang. Ist auch Rapper? Nein. Mein Leben lang fragt er mich, hey Bruder, soll ich das nicht machen lassen? Kostet mir 2000, soll ich das machen lassen? Und ich sage dem Bruder, hast du Frauen? Ja, ich krieg Frauen. Hast du das? Ja, ich krieg das. Wo ist dein Problem? Kannst du atmen? Kannst du atmen? Kannst du leben? Ja. Ich sag, Dicker, warum? Ich meine, das ist keine große Operation, weißt du? Halbe Stunde, der macht hier, zack, zack. Da hast du hier blau, 3 Wochen ist das weg. Aber warum? Bleib doch so. Du bist der Erkan. Ich denke auch so. Wirklich. Der mit der Nase, lustig, geil, das ist der Typ. So bist du ein 0815. Ich könnte mir auch Haare einpflanzen lassen. Oder also, apropos Haare. Finanzielle sonst oder ich sag dir eine Sache wegen Haare. Ein Kollege von mir hat Haare wie du, also keine fast wie du, also nur so an der Seite. Der war gut, aber. Du weißt aber, ich wollte nicht so sagen. Das war kein Diss. Ich würde meine Haare. Nein, aber er war jetzt Türkei. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber er war Türkei, hat 2500 Euro nur bezahlt. Ey Bruder, weißt du, was der jetzt für Haare hat? Er ist Playboy, ja? Tschüss, Jani, er fängt jetzt an mit Chucks anziehen und so. Der übertreibt vorher immer so. Nein, dass ich sagen will, dass du das machen willst. Ich will nur sagen, wenn einer mega unglücklich ist, ne? Ich kann doch Jason Statham nicht allein lassen. Ich würde gerade sagen, sei froh, Bruder, dir steht das. Mir, ich habe so einen Alien-Kopf, glaub mir. Das heißt, wir haben hohen Testosteron, wir sind echte Männer. Ja, deswegen, die pumpen viel, ne, die verlieren auch schnell Haare. Deswegen, deswegen bin ich so ein Lappen, weil ich habe viele Haare. Östrogen. Aber mach schon, deine Frisur immer gleich, genau wie meine, immer gleich. Ich mache ja nichts dafür, ich stehe morgens auf, ist so. Geht mir genauso. Ich mach nichts. Ja gut, Bruder. Ich würde sagen, für das erste Treffen haben wir genug gequatscht. Ich warte auch auf deine Videos, bin gespannt auf die erste Reaktion und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach noch einmal. Wollen wir so machen? Klar, lass uns einfach nochmal Fanfragen machen. Okay. Und dann habe ich noch was anderes Schönes vorbereitet. Aber das sage ich dir gleich. Aber ich sage es jetzt, damit alle Leute, die das Video gucken, sich das andere auch angucken. Kannst du da reingucken? Ihr kannst auch da reingucken. Ja. Pass auf, ich habe, weil du der Meister bist in. Du bist der Meister in. Vielleicht massiv auch noch ein bisschen, aber ihr seid so die Meister in türkisch-arabische Sprichwörter auf Deutsch übersetzen. Oh, Alter. Und dann bist du der Boss darin. Und ich habe ein Buch gefunden: Türkische Sprichwörter auf Deutsch. Und ich lese dir gleich türkische vor und du versuchst zu übersetzen. Und ich habe die Übersetzung auch da. Schaut euch das Video an. So, Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mit Alpagan Ehrensache 2. Sag mal, ist das ein Album für euch? Habt ihr Ehrensache 1 schon gefeiert? Ist denn Alpagan überhaupt so ein Typ, den ihr feiert? Habt ihr ihn auf dem Schirm? Bist du jetzt jemand, der sagt, ich feiere Alpa schon lange? Schreibt mir das in die Kommentare unten drunter. Ich fand es ein cooles Gespräch, ja. Sehr emotional teilweise und ich kann viele Sachen, die er sagt, verstehen und wiederum viele Sachen, natürlich ist muss man sagen, ist seine Sache. Da muss ich natürlich auch irgendwo neutral bleiben. Habe ich nichts mit zu tun, klar. Aber könnt ihr das verstehen? Seid ihr denn da? Ist das ein Ding, was ihr sagt? Beschäftigt euch das? Wurden ja auch viele Namen genannt. Freunde, da werden ja auch viele Namen genannt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht, seine Haltung zu den bestimmten Rappern, die er sagt, ja. Den einen Rapper feiert er extrem, den anderen feiert er jetzt nicht so. Ja? Schreibt mir das in die Kommentare, eure Meinung ist natürlich wichtig. Freunde, vergisst nicht, es gibt noch 2 weitere Folgen mit Alpa. Ja? Es gibt Fanfragen mit Alpagan und es gibt noch was ganz Lustiges, das ich mit ihm gemacht habe. Und zwar, Alpa ist ja so jemand, der auch immer türkische Sprichwörter auf Deutsch übersetzt, in seinen Lyrics und auch auf Facebook postet. Und das haben wir mal analysiert. Türkische Sprichwörter vom Deutschen. Von Türkisch auf Deutsch und rückwärts und was die so eigentlich bedeuten. Da ist auf jeden Fall ein lustiges Teil bei rumgekommen. Das gibt es auch demnächst. Watch out, Gangzeichen für alle Medien, damit die wissen, dass hier seine gottverdammte Hip-Hop-Sendung. Freunde, danke fürs Zuschauen. Und vergiss nicht, abonniert unseren Channel hier bei hiphop.de. Wo du mich findest, bei Twitter, Instagram und auch wo du Alpagan findest und wo du Alpagans Album auch kaufen kannst. Boah, voll windig hier, meine Mütze fliegt weg. Unten in der Beschreibung, klar. Wir sehen uns, Freunde.